Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von grundkursbodern.de. Das Eindrehen ist eine der wichtigsten Techniken beim Klettern. Und neben der Standardvariante, die die meisten kennen, gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, sich einzudrehen, die nicht ganz so bekannt sind. In einem Video auf dem Kanal Hannah Morris Bouldering wurde eine dieser Techniken als eine der vielleicht unterschätztesten Techniken im Klettern überhaupt bezeichnet. Und das von einer Trainerin des britischen Nationalteams. Die Rede ist vom Flagging oder auf Deutsch Vorder- und Hinterscheren. Wie diese Techniken funktionieren, ob sie tatsächlich so gut sind, wie es im besagten Video hieß, ja, das finden wir heute raus. Okay, klären wir erstmal, was wir eigentlich meinen, wenn wir vom Hinter- oder Vorderscheren sprechen. Im Grunde handelt es sich dabei um Varianten des Eindrehens. Beim Eindrehen stehe ich zum Beispiel wie hier auf dem rechten Fuß, mein linker Fuß geht gegen die Wand, weil es keinen Tritt gibt und ich rotiere meinen Körper mit der rechten Seite in die Wand, damit ich mit der rechten Hand zum nächsten Griff gehen kann. Beim Hinterscheren ist die Position ähnlich, nur dass die Füße getauscht sind. Jetzt stehe ich auf dem linken Fuß und mein rechtes Bein schert hinter dem Körper, hinter dem Bein durch und legt sich da an die Wand und dann kann ich genauso weiterfassen. Beim Vorderscheren ist die Situation ähnlich, ich stehe wieder auf dem linken Fuß, aber mein rechtes Bein geht diesmal nicht hinterm Körper, sondern vorm Körper durch und legt sich dort gegen die Wand. Diese drei Techniken sorgen erstmal alle dafür, dass ich mit einer Körperhälfte zur Wand komme. Sie haben aber unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das klassische Eindrehen ist wahrscheinlich die Technik, die die meisten von euch schon kennen und auch schon angewandt haben. Die Technik ist deshalb so beliebt, weil sie im Sinne der Drei-Punkt-Regel für eine stabile Position sorgt und gleichzeitig eine hohe Reichweite ermöglicht, weil man sich komplett über die Körperseite nach oben strecken kann und deswegen die komplette Körperreichweite ausnutzen kann. Mit dem unterstützenden Bein, in dem Fall hier das linke, das gegen die Wand steht, kann man sich gut in Richtung des nächsten Griffs schieben und, wenn es nötig ist, sogar Schwung aufbauen für einen Sprung. Der Nachteil ist, um in diese Position zu kommen, muss man manchmal einen Fußwechsel machen. Und das ist dann der Punkt, wo das Scheren interessant wird. Kommt man in einem Boulder in einer Situation an, in der man erstmal einen Fußwechsel machen müsste, um in eine stabile, eingedrehte Position zu kommen, in dieser klassischen Variante, dann kann man sich diesen Fußwechsel sparen, indem man hinter- oder vorder schert. Der Effekt ist ähnlich. Dadurch, dass ich mein Bein vor oder hinter dem Körper durchführe, kriege ich auch wieder einen dritten Kontaktpunkt gegen die Wand und kann so eine gewisse Stabilität aufbauen. Das Hinterscheren hat dann noch den Vorteil, dass man recht gut den Körperschwerpunkt verlagern kann. Das funktioniert besonders dann gut, wenn der Tritt recht hoch ist. Dann kann es manchmal sogar die beste Möglichkeit dafür sein. Und andererseits, dass es sich recht natürlich anfühlt. Es ist nicht irgendwie komisch, das Bein hinter dem Körper lang zu führen. Es hat allerdings auch Nachteile. Gerade habe ich ja schon gesagt, dass das Hinterscheren gut funktioniert, wenn der Tritt recht hoch ist. Das Gegenteil ist allerdings der Fall, wenn der Tritt niedrig ist. Denn dann fällt es mir schwerer, eine stabile Basis aufzubauen, weil ich mein Bein nicht ganz so weit hinterm Körper durchführen kann. Und umso größer der Abstand zwischen den Füßen ist, desto leichter fällt es mir eben, potenzielle Drehbewegungen abzuhalten. Will ich mich trotzdem bei einem tiefen Tritt mit einem hinterscherten Bein stabilisieren, dann muss ich meinen Körper absenken, um mehr Reichweite fürs Bein rauszuholen. Problem dabei offensichtlich, ich entferne mich von dem Griff, zu dem ich als nächstes ziehen will. Beim Vorderscheren ist im Grunde das Gegenteil der Fall. Das funktioniert auf hohen Tritten eher schlecht, weil ich da wenig Platz habe, das Bein durchzuführen. Bei niedrigen Tritten allerdings habe ich richtig viel Reichweite, kann das Bein weit durchstrecken und bekomme so die breite Basis, die ich brauche. Und das ist auch der Grund, warum das Vorderscheren in letzter Zeit in diversen YouTube-Videos als unterschätzte Technik bezeichnet wurde, weil es als adäquater Ersatz für das Eindrehen nur ohne Fußwechsel angesehen wurde. Das greift meiner Meinung nach allerdings zu kurz, denn es unterschlägt ein paar Probleme, die das Vorderscheren mit sich bringt. Eine Sache, die man merkt, wenn man diese Technik bis jetzt noch nicht angewandt hat und dann mal ausprobiert, ist, dass es sich irgendwie komisch anfühlt, das Bein vor dem Körper durchzuführen. Das liegt daran, dass man dadurch in eine Position kommt, in der man eigentlich nicht fallen will. Ist das Bein so vorne durchgeführt und man fällt doch mal aus der Wand, weil man den Griff verliert, dann hat man Schwierigkeiten, in eine normale Fallposition zu kommen, bei der man dann sicher auf beiden Beinen landet. Man fliegt eher so seitwärts aus der Wand. Und das ist vermutlich schon einer der Gründe, warum diese Technik so stiefmütterlich behandelt wird. Aber es ist nicht der einzige und es ist auch nicht der wichtigste. Ich kann mir zwar in vielen Situationen mit dem Vorderscheren eine stabile Basis bauen, aber wenn ich das unterstützende Bein danach benötige, um mich in Richtung des Griffs zu schieben oder vielleicht sogar Schwung aufzubauen, um einen weiter entfernten Griff zu erreichen, dann habe ich auf einmal Probleme. Und warum das so ist, das sehen wir, wenn wir uns anschauen, was an der Wand mit dem Fuß passiert.
Bei der normalen eingedrehten Position wird das unterstützende Bein entweder mit dem Innenrist gegen die Wand gelegt oder es kann sogar richtig flächig angestellt werden, als wäre das ein ganz normaler Tritt und kann so richtig Druck in die Wand aufbauen, dementsprechend auch Kraft in die Gegenrichtung entwickeln, also mich Richtung Griff schieben. Anders sieht es aus, wenn ich vorderschere, denn da kommt mein Fuß nicht mit der Innen-, sondern mit der Außenseite an und die kann ich jetzt natürlich gegen die Wand legen und so ein bisschen Druck aufbauen, was für Stabilität sorgt, aber ich kann die Zehenspitzen nicht aufstellen und wirklich mich von der Wand wegdrücken. Wenn ich das versuche, besonders mit Schwung, dann kann es sein, dass der Fuß einfach abrutscht und ich habe davon gar nichts. Und das liegt daran, dass das Bein so nah an der Wand ist, dass der Druck, den ich aufbaue, an der Wand entlang führt, nicht in die Wand rein. Das heißt jetzt nicht, dass Züge, die du klassisch eingedreht löst, nicht auch mit vorderscherten Beinen funktionieren. Aber die Kraft, die du für den Zug brauchst, muss woanders herkommen. Die kommt nicht mehr aus dem Supportbein, sondern entweder aus dem Standbein oder aus dem Oberkörper. Das heißt auch nicht, dass es dir komplett unmöglich ist, Schwung aufzubauen in der vorderscherten Position. Aber dieser Schwung kommt dann vor allem aus den Armen. Und hier kann man das auch nochmal schön sehen. Hier habe ich einen kleinen Sprung definiert. Und wenn ich den in der klassischen eingedrehten Variante mache, fällt es mir überhaupt nicht schwer, den Schwung aufzubauen und zum Griff hochzuspringen. Und mit vorderscherten Beinen wird es ziemlich knifflig. Aber selbst wenn ich das jetzt hier alles problemlos kompensieren konnte, wird das nicht immer funktionieren. Spätestens dann, wenn ich einen Griff in der Hand habe, der so schlecht ist, dass ich den Gegendruck vom Fuß brauche, dass der mich in den Griff reinschiebt, damit ich ihn halten kann, dann werde ich zwar in der normalen, klassischen, eingedrehten Variante den Griff halten können, aber nicht mehr mit dem vorderscherten Bein, weil da dieser Druck einfach nicht vorhanden ist. Das Scheren bringt also offensichtlich potenzielle Nachteile mit sich und kann in manchen Situationen tatsächlich die technisch schlechtere Lösung sein. Aber heißt das jetzt, dass du diese Technik komplett vergessen kannst? Das nun wieder auch nicht. Der Vorteil, dass man sich mit dem Scheren immer mal wieder Fußwechsel sparen kann, der ist nicht von der Hand zu weisen. Und davon habe ich vor kurzem selbst erst profitiert. Beim Videodreh über den First Climb habe ich einen Boulder gemacht, der dann nicht ins Video gekommen ist. Und bei dem war ich in der Top-Position, in einer Situation, in der ich die Griffe so schlecht fand, dass ich mir einen Fußwechsel nicht mehr getraut habe, weil auch der Tritt schlecht war. Ich aber auch nicht einfach zum Top-Griff hinfassen konnte mit der zweiten Hand, weil es mich dann aus der Wand gedreht hätte. Meine Lösung war nach kurzem Überlegen dann, mit dem linken Fuß vor meinem Körper durchzutreten und so einen Stopper zu haben für die offene Tür. Und dadurch konnte ich dann den Topgriff auch matchen, ohne den Fußwechsel zu machen. Wenn die Situation also passt, das heißt, man einen halbwegs guten Griff hängt, den man sicher halten kann, man sich für den nächsten Zug eindrehen muss, gleichzeitig aber ein Fußwechsel keine Option ist, dann kann es tatsächlich sein, dass das Vorderscheren die beste Lösung ist. Allerdings muss man sagen, dass das halt relativ selten der Fall ist. Anders sieht es beim Hinterscheren aus, denn das ist eine Technik, von der ich sage, die sollte jeder wirklich drauf haben und auch intuitiv anwenden können. Nicht unbedingt als Ersatz für das normale Eindrehen. Sie hat allerdings den riesigen Vorteil, dass sie es erlaubt, mit wenig Aufwand den Körperschwerpunkt in die eine oder die andere Richtung zu verlagern und so gerade im Überhang unnötiges Pendeln zu vermeiden. Dieses Pendeln tritt typischerweise auf, wenn ich in einer nicht ganz stabilen Position bin und dann eine Hand lösen muss und dadurch dann in Richtung des anderen Griffs einfach hinschwinge. Um das zu umgehen, kann man versuchen, über das Hinterscheren des Beins den Körperschwerpunkt schon mal in Richtung des nächsten Griffs zu verlagern, den Körper da schon mal drunter zu hängen. Und wenn man dann die Hand löst, dann kann es sein, dass man entweder nur noch leicht oder gar nicht mehr pendelt. Das spart natürlich dann im Anschluss eine ganze Menge Kraft. Und deswegen sage ich, diese Technik ist gerade im Überhang wirklich Gold wert. Gut, wenn du jetzt sagst, okay Ralf, jetzt weiß ich zwar, dass es da zwei Techniken gibt, die manchmal sinnvoll sein können und manchmal nicht, aber was mir nicht so richtig klar geworden ist, wann ich die nun anwende, ja, dann muss ich leider sagen, es gibt dieses Patentrezept nicht, denn es kommt tatsächlich immer wieder auf die Route an und es hängt auch von dem eigenen Körpertyp ab. Es kann tatsächlich sein, dass eine Vorder- oder Hinterscher-Lösung für den einen die perfekte Methode ist, um den Zug zu lösen, während der andere damit überhaupt nicht klarkommt. Und deswegen wäre mein Tipp, du kennst jetzt zwei neue Methoden, dich einzudrehen. Und dann fang doch einfach an, mit denen zu experimentieren und schau, wo sie dir an der Wand helfen und wo sie dir eher nichts bringen. Das habe ich hier bei diesem blauen Boulder zum Beispiel auch mal gemacht. Ich habe einfach die Züge möglichst auf unterschiedliche Art geklettert, mal mit Vorderscheren, mal mit Hinterscheren. Und das war bestimmt nicht immer die effizienteste Lösung und auch nicht die einzige Lösung für die Züge. Aber so kann man halt ein Gefühl dafür entwickeln, wann es was bringt und wann es eher anstrengend ist. Und wenn du das hast, dann wirst du diese Technik irgendwann auch gezielt an der Wand anwenden können. Tja, so viel dazu.
Dann hoffe ich mal, dass ich dir wieder einen interessanten Einblick in die Klettertechnik geben konnte und dich vielleicht dazu inspiriert habe, mal was Neues auszuprobieren, selbst wenn es vielleicht nicht die beste Lösung ist. Falls du noch irgendwelche Fragen hast, irgendwelche Wünsche, Anregungen, vielleicht eine Idee für ein Video, was ich in Zukunft mal machen sollte, dann schreib mir das gerne jetzt in die Kommentarspalte. Ansonsten, ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Spaß beim Ausprobieren, beim Klettern und wie immer natürlich, maximalen Grip.